Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich habe soweit erstmal vorgespielt, aber das Ganze ohne Feen. Ich habe auch nochmal 12 Stunden gebraucht oder sowas, da ich den halben Tempel nochmal machen durfte, da ich keine Schlüssel hatte und nichts. Und ja, jetzt sind wir hier. Und ich habe da so einen Plan. Also ich weiß das nicht, aber ich benutze meine Lichtpfeile, da wir hier ja ein Dungeon-Item haben und das werden wir dann auch benutzen, ne? So, zudem wollte ich noch was anderes machen, genau, was anderes ausprobieren. Und zwar meine Hasenohren wollte ich anlegen, weil der uns ja letztes Mal so überlegen war. Und es klappt ja gerade scheinbar gut. Zack. Ist das die richtige... Ah! So. Und ich habe da gerade, hoffentlich ist er gleich besiegt, sonst habe ich gleich ein ganz, ganz großes Problem, dass ich gleich einfach kein Mana mehr habe. Ja. Oh, lauf. So, jetzt könnte der Kampf eklig werden. Aber ich erinnere mich, dass er so eine komische rote Grütze gemacht hat ab und zu. Also so eine rote Welle. Da habe ich am Hinterkopf gekratzt. Genau. Und jetzt flattern die hier alle rum. Und dann mache ich sowas. Magie! Magie! Nicht zu verwechseln mit Maggie von Simpsons. Obwohl, sind beide ungefähr gleich cool. Also die Taktik scheint so zu klappen. Gegen unseren Graf Knickwitz. Der hält aber viel aus. Vor allem, das ist doch noch nicht der letzte Boss, oder? Ja. Ich meine, der Kampf wird nicht unbedingt spannender dadurch, dass ich hier immer links, rechts und immer von den schwulen Fledermäusen noch getroffen werde. Und ja! Geht doch! Oha. So, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein Item dafür bekommen. Sonst gibt's Haue. Es gibt kein Item für den Boss. Nein, es gibt nämlich einen Schlüssel. Der Master Key. So. Meine Stimme ist heute auch etwas angeschlagen. Auch noch von der Arbeit und sowas. Und ich komme nicht mehr oft dazu aufzunehmen. So, Master Schlüssel. Ja, vorhin. Master Schlüssel gefunden. Und jetzt können wir auf zum Boss. Wobei ich nicht mal weiß, wie ich da hinkomme, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Tür nicht mal gefunden bis jetzt. Ich weiß, dass der Boss da irgendwo ist. Und hier sind noch so viele Kisten, bloß nur so viele Kisten gehen mir gerade so am, ne, vorbei. Ach, ich weiß, wo wir sind. Hier in dem Raum sind wir doch, ja, hochgeflogen. Und das ist jetzt hier unten drin. Das fällt mir jetzt auf. Ich denke mal, dass die Verhexung nicht für immer ist. Ich habe nicht den blassen Dunst. Wo ich jetzt hin muss. Wir werden jetzt einfach mal wild durchs Gestrüpp laufen und wenn wir Glück haben, finden wir den Weg und wenn nicht, dann geht das Let's Play eben noch 50 Folgen. Also ich meine, ich denke mal nicht unbedingt, dass es jetzt noch in den dreistelligen Bereich bekommt. Ja, das war dumm von mir. Dass es in den dreistelligen Bereich kommt, so. Aber mal gucken. So.
Die erste Trap haben wir ausgelöst. Und jetzt muss ich nur da so rumflattern. By the way, wer sich für euch, von euch für Dings interessiert, für Guild Wars 2, ich bin heute bei einem Kumpel eingeladen und darf die Beta zocken und so ein Gedönsels. Haha, und ihr nicht. Haha, ihr Noobs. Ja, oder so. Und das Schöne ist, ich habe keine Ahnung von Guild Wars. Was bist du denn? Taya, was ist das? Der Schatten. Achso, das ist das gleiche Ding im Schatten oder was? Zeichen auf der Brust. Hast du doch schon mal gesehen. Das Zeichen auf der Brust habe ich schon mal gesehen. Guck mich mal an. Ah, guck mal. Das ist das Zeichen, wo der Lichtpfeil gedönselt ist. Bloß nur in klein. Guck mich mal an. What the hell? Was ist das denn? Nee, ich will nicht jetzt Deku-Link. Ich wollte... Darf ich den Dungeon etwa wirklich nochmal um... Wodurch? Egal. Nochmal umdrehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Ich glaube, das merken wir auch gerade an, aber... Die hatten wir doch alle schon. Vor allem, es kann ja auch nirgendwo was Wichtiges mehr drin sein, Gedönsels, denkst du. Da ist keine Tür. Haben wir denn irgendwelche Räume noch nicht erkundet? Nur die da, wo wir nicht rankommen, denke ich mal. Eine von 15 Feen. Kompass haben wir, den Gedöns haben wir. Ja. Okay. So, wir setzen einmal die Gedönste ein, ne? Genau, das Lied der Schwingen. Um zum Eingang zu gelangen. Das reimt sich sogar. Und dann wollen wir gleich vom Eingang den Tempel nochmal drehen und dann wieder rein. Und dann in die Kiste da mal gucken. Habe ich denn überhaupt noch genug Mana für eine... Ja, habe ich noch. Gut. So. Hä? Ach so, warte mal. Ich denke dann mal. Warte mal. Hä? Genau. Und wehe, ich muss die drei Steine da gleich wieder hindrehen. Aber ich bin mir da eigentlich schon sicher, dass ich mich da wieder platzieren muss. Ja, supi. Das war verkehrt. Als erstes den. Nee, warte mal, das war doch richtig. Da der ja vorgeht. Das ist den. So. Nein. Ich musste das ja auch vorhin alles schon mal machen, weil das Spiel ja einfach mal meinte, so. Und jetzt ist das alles resettet, als ich geschlafen habe, 3 Tage und so ein Gedöns, also...
Nein, nicht 3 Tage Schlaf, als ich die Zeit auf 3 Tage zurückgesetzt habe. Was rede ich denn da heute? Ich glaube, du reichst nicht, oder? Nee, reicht nicht. Ach, jetzt kommt die Sequenz nochmal. Ah, okay. So kriegt man auch mehr Parts. Mhm. So. Und die 3 Minuten machen den Part ja auch nicht unbedingt länger. Also ist jetzt ja auch so, ich nehme es mit den Zeiten nicht mehr ganz so genau. Part mal 15 Minuten, Part mal 25 Minuten, wie ich gerade lustig bin. Denn das Projekt soll jetzt einfach nur noch schön zu Ende gehen, nicht mehr schnell. Denn muss ich ja auch noch Final Fantasy oder möchte ich auch noch Final Fantasy zu Ende spielen. Und danach kommen, beziehungsweise wenn das Projekt hier schon beendet ist, dann werden ja auch schon weitere Folgen. Ich habe nämlich noch ein ganzes Projekt auf Lager, was seit letztem Jahr, lasst mich jetzt nicht lügen, ich glaube November oder Oktober, ob bei mir auf dem Rechner liegt. Also noch mit ganz alter Stimme und, also nicht alter Stimme, mit altem Headset, mit dem ersten sogar noch. Und ja. So, ich möchte die Kiste haben, die da unten ist. Da muss ja irgendwas Spektakuläres sein. Da ist eine Fee drin. Warum mache ich denn das? Ich wusste es. Konnte ja nur eine Fee drin sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich gut war, dass ich jetzt hier die Zeit, nicht die Zeit, den Tempel wieder umgedreht habe. Na, hör mal auf. So. Die Tür ist verschlossen. Oh Gott, ich krieg's nicht hin. Ah, ich hab zu lange nicht mehr gespielt. Dann bin ich in dem Raum da. Ich kann nicht auf die Dungeon-Karte zugreifen. Rein theoretisch müsste ich hier lang. Und da ich jetzt ja die Lichtpfeile habe, sollte es alles ein bisschen schneller gehen hier. Hätte ich sie wieder mal ausgerüstet. Warum sitze ich so nah am Rechner? Ich verstehe es noch gerade nicht so ganz. So. Ja. Süchen. Mit Hüchen. Was? Ja. Was ist denn hier drin? Okay. Rubine. Das lädt doch schon ein, oder nicht? Und auf einmal ist es hell. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir sind, aber... Die habe ich gerade vergessen. Die tolle Hand. Du Handwurst. Hanswurst. Ach so, wir sind hier im äußeren Raum vom Goma.
Und ja, ich bin schon wieder so ruhig. Keine Ahnung warum. Weil ich gerade überlegt habe. So, da hoch, genau. Dann holen wir uns hier nochmal die Kiste, wo Rubine drin sein werden. Ich hab's heute echt nicht drauf, ob es jetzt Schlüssel sind oder prinzipiell. Boah, hat er lange gebraucht. Aber okay. Ja. Klasse. Alter, es klappt heute auch überhaupt nichts, ne? So, nochmal. Überhaupt nichts ist ja auch übertrieben, aber das will jetzt nicht klappen. So. Nee, nicht den Goma da anvisieren. Nicht zu verwechseln mit deiner Oma. Nicht so rum. Nein, du sollst da runter. Und jetzt sollst du hoch und da. Das ist doch Voodoo. Ganz ehrlich, Leute. Ey, ist die Kante ist doch nicht höher als die anderen. So, noch einmal. Dann muss ich mal gucken, was ich danach mache. Das war die richtige Höhe, jetzt bin ich dagegen. Richtig, es nochmal versuchen, werde ich danach tun. Aus ästhetischen Gründen. Schade. Okay. Versuchen. Ja, ich hab's verstanden. Also, ich verstehe auch nicht, warum ich es gerade nicht schaffe. Eigentlich mache ich ja alles richtig. Und ich bin fast dazu verneigt zu sagen, dass das nicht möglich ist. Das gibt's doch nicht. Beziehungsweise es ist möglich, nur nicht für mich. Okay. So, jetzt lege ich deine Bombe und fliege runter. Oder so. Ich bin so ein Held. Ich hätte einfach eine Bombe rüberschmeißen müssen am Anfang, wie ich es vorher schon getan habe. Ich bin so ein Held. Da ist doch auch nur eine Fee drin. Da ist doch nichts Wichtiges drin. Ich weiß gar nicht, warum ich da rein will. Jetzt schlägt's 13, Leute. Echt. Ich weiß nicht, warum ich da rein will, aber ich will da drüben mal in die Tür. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon drin war oder nicht. Wo bin ich? Ich bin da. Geradeaus war ich noch nicht. Ich muss vom Grund aus springen, sonst habe ich überhaupt keine Chance. Ich meine, so sind meine Chancen aber schon gering. Boah, man glaubt es kaum. Na, wie heißt es so schön? Ein blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn. Hab
Habe ich den Tempel jetzt richtig oder verkehrt rum? Eigentlich habe ich ihn doch verkehrt rum, oder nicht? Ne, ich habe ihn richtig rum. Das war diese ganze Aktion, die ich jetzt hier gestartet habe, völlig umsonst. Denn... ich muss in... da war ich doch auch schon überall. Warum wird es mir denn als nicht gedönselt da, nicht erkundet angezeigt? Weil ich die Zeit zurückgesetzt habe? Und ich sehe gerade was. Ich bin dumm. Nein. Was mache ich da? Ich könnte mich selber schon wieder knüppeln. Ich muss den Tempel umdrehen, weil jetzt wird mir nicht mal ein Boss angezeigt. Also, eine Folge, in der nichts passiert. Yay, freut euch. So, aber ich beende hier den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.